was passiert, wenn man Squid Game und Among Us miteinander kombiniert. Yeah, moin moin, was geht ab? Aha, wir spielen heute nämlich mal die bekannten Squid Game Spiele, die ihr kennt, wie rotes Licht, grünes Licht, das Tauziehen und noch vieles, vieles mehr, aber als Among Us Character. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und wir spielen heute mal das Spiel Survival 456, but it's Imposter. Oh ja, yeah, das bedeutet, Freunde, wir spielen heute mal mit Among Us Character die allseits beliebten Squid Game Spiele, die ihr kennt. Und ich würde sagen, Freunde, was haben wir als erstes? Rotes Licht, grünes Licht, das kennen wir alle. Und ich würde sagen, wir betreten das Ganze. Und da ist die Squid Game Puppe. Die danced auf jeden Fall schon. Und da sind wir, Freunde. Wir sind Spieler 456 und let's go. Oh, rotes Licht, grünes Licht und stehen bleiben. Oh, okay und... Oh, die ersten Leute wurden erledigt. Weiter geht es, weiter geht es. Junge, wie renne ich da in der Mitte, Freunde? Seht ihr mich? Und stehen bleiben. Oh, oh mein Gott, Freunde. Die ersten Leute werden erledigt und ich bin so weit hinten. Ich muss mich beeilen. Und stehen bleiben. Und die Among Us Squid Game Puppe. Das sieht richtig krass aus. Einfach die Squid Game Spiele. Oh, in Among Us. Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Es wird immer und immer schneller. Und kurz vorm Ziel und... Oh, oh, alles gut und let's go, let's go, let's go, renn, renn, renn. Wir haben es geschafft, yay. Alle freuen sich auf jeden Fall. Let's go, Freunde. Victory, wir haben das erste Spiel schon mal gewonnen. Und wir können uns sogar jetzt mit 5 Diamanten das zweite Spiel freischalten, nämlich Tauziehen. Ich würde sagen, Freunde, let's go. Wir haben Tauziehen jetzt freigeschaltet. Und da sind wir die Squid Game Wächter. Und warte mal, wo bin ich? Da bin ich, Spieler 456. Moin, moin. Okay, okay, ich würde sagen, wen habe ich in meinem Team? 2 Ärzte, okay, einen König, das ist sehr, sehr gut. Und die haben, oh, die haben auch ein König und irgendein Psycho haben die. Und ich würde sagen, Freunde, wir fangen sofort an. Und wir müssen wahrscheinlich immer in der Mitte drücken. Okay, okay, ich habe verstanden. Und zack, zieht. Yay, yay. Und zack, yay. Oh mein Gott, Freunde, zieht die anderen runter. Zieht die anderen runter. Was geht denn da? Weiterziehen, Leute. Die machen nichts. Wieso ziehen die nicht? Okay. Oh mein Gott, das war knapp, Freunde. Es wird immer und immer schwieriger. Gleich. Oh, haben wir es geschafft. Und yeah. Let's go. Das zweite Spiel haben wir auch gewonnen. Spieler 456 hat gewonnen. Easy peasy. Das bedeutet rotes Licht, grünes Licht. Und Tauziehen haben wir gemacht. Und ah, okay. Mit 10 Diamanten können wir das nächste Spiel freischalten. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, komm. Wir spielen noch einmal rotes Licht, grünes Licht. Komm. Juhu. Die Squid Game Puppe freut sich auf jeden Fall auch hier schon. Die Among Us Squid Game Puppe. Und oh, warte mal. Wir haben ein Glücksrad, Freunde. Wir können dran drehen. Okay, was bekommen wir jetzt? Komm schon, let's go. Wir spinnen und. Warte mal. Kleiner? Smaller? Sind wir jetzt klein oder wie? Warte mal, Freunde. Okay, okay. Let's go, let's go. Oh, rotes Licht, grünes Licht und stehen bleiben. Kurz davor. Können wir das irgendwie aktivieren oder sowas, Freunde? Und warte mal, hä? Wo sind wir? Wir sind kleiner, Freunde. Warte mal, seht ihr mich? Wie ist da unten? Ihr seht es. Oh mein Gott, Freunde, warte mal, wir bleiben mal ein bisschen stehen. Und ja. Wie sehen wir denn aus, ey? Oh mein Gott. Und stehen bleiben. Oh Gott, oh Gott. Wieso mache ich hier mit? Ich bin doch ein kleines Baby, ey. Ich will hier gar nicht mitmachen bei den Squid Game Spielen. Und oh. Oh mein Gott, okay, alles gut. Oh mein Gott, Freunde, das war echt knapp. Wee, wee, wee. Hey, Leute, ich bin noch dran. Ich komm noch, Junge. Was müssen die Leute sich denken? Hier kommt noch so ein kleines Baby gerade. Oh, und haben wir es geschafft? Alter, okay. Wir haben auch rotes Licht, grünes Licht bestanden. Let's go. Und mit 10 Diamanten können wir das nächste Spiel freischalten, nämlich Battle, Freunde. Und das ist in den Squid Game Spielen immer dieses Battle, wo auf jeden Fall jeder irgendwas am Start hat. Und wir müssen am Ende der letzte Überlebende sein. Okay, was müssen wir machen? Hiermit gehen wir auf jeden Fall. So, let's go. Und damit schlagen wir auf jeden Fall. Okay, ich verstehe. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, Attacke, let's go. Und, oh mein Gott, ey, komm noch her, ne? Und, oh mein Gott, er kommt und zack, zack. Oh mein Gott, wir haben ihn fertig gemacht, Freunde. Oh mein Gott, okay, wir sammeln die Münze ein. Jo, das ist alles Psychopath hier. Hey, macht euch mal fertig, boi, boi. Jo, was denn? Da unten ist ein Hai und, oh mein Gott, der hat zwei Leute erledigt. Ich wollte nur die Münze haben, lalalala. Und wir gehen weg. Ah, wir sind hier, oh, im Anfangsraum. Was geht denn da, Freunde? Und da oben ist einer, Freunde. Und, oh, 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 falsche Richtung geschlagen. Nein, alle rennen hier weg. Was geht ab? 12 Leute leben noch. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir greifen mal ihn an. Oh, komm, 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 komm. Hey, wir können nur hier mit lenken und rechts können wir schlagen. Das ist ja übel schwer, die Steuerung. Was bedeutet, wir müssen gehen und... Oh, wir haben ihn,
weggeschnetzelt. Ich habe nichts damit zu tun, ich bin weg. Macht ihr das mal untereinander aus. Und oh mein Gott, da ist der Arzt, Freunde. Und nein, oh mein Gott, okay, wir haben ihn fertig gemacht. Was geht denn da? Und renn. Wie ich immer wegrenne. Ich erledige Leute und dann, Hilfe. Renne ich auf jeden Fall weg, Junge. Okay, die letzten 7 Leute leben. Da unten ist noch einer. Hey, du da, komm her. Hey, wir müssen immer vor den Leuten stehen bleiben und nein. Er hat uns erledigt. Oh, wir sind in diesem Koffer. Vor diesem Squid Game Koffer. Und jo, wir können sogar so eine Hulk-Freischalte oder irgendwie sowas. Der sieht doch krass aus. Und let's go. Wir sind auf jeden Fall am Start, Freunde. Und warte mal, wir können sogar den Hulk aktivieren. Jo. Und oh, wir können ihn alle 10 Sekunden aktivieren. Und damit können wir Leute auf jeden Fall zerschmettern in unserer Umgebung. Der hat das Schild aktiviert und hat schon ein paar Leute erledigt. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir sind ja als Among Us Imposter unterwegs im Squid Game. Hey, moin, moin. Ich würde sagen, Freunde, warte mal, wir schleichen uns ein bisschen rein und kommen her. Und boom! Wir haben ihn jetzt einfach als Hulk zerstört. Alter Junge, das ist ja richtig OP. Oh, 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 da ist auf jeden Fall einer. Komm her, wenn du dich traust. Oh, er kommt, Freunde. Ey, was macht der? Okay, er bleibt stehen, er bleibt doch stehen. Er kommt doch nicht. So, wir sammeln hier die Münzen ein, Freunde. Diesmal müssen wir es. Oh, oh, auf jeden Fall schaffen wir es umzingelt von allen. Warten, Freunde, wir haben noch unsere Hulk-Attacke. Nein, du da. Und komm schon. Boom! Oh mein Gott. Fertig gemacht haben wir ihn auf jeden Fall auch. Let's go. Oh, ich habe nichts gesehen. Alles gut. Oh Gott, da ist auf jeden Fall auch einer. Oh nein, nein. Ich will lieber nicht mit unserem normalen Angriff hier angreifen, sondern ich will hier alle als Hulk auf jeden Fall zerstören. Boom, yo. Was hat das für eine krasse Range, ey? Und Junge, der ist ja richtig schick gekleidet. Hey, moin, moin. Oh mein Gott, er wollte mich erledigen. Ihr habt es gesehen? Nein, nein, nein. Oh mein Gott, war das knapp, ey. Das ist alles Psychopath. Leute, wir können alles unter Frieden klären. Spaß, Leute, kommt her. Boom. Fertig gemacht. Warte mal, die letzten Sekunden. Hä, warte mal, was passiert? Wenn jetzt noch 5 Leute leben, haben wir es dann überlebt? Und let's go. Wir 5 Leute sind auf jeden Fall weiter. Victory. Und was ist das denn für ein Skin, ey? Ach, den brauche ich aber nicht. Das nächste Game ist das Glasbrücken-Game. Wir haben das Ganze freigeschaltet. Und Freunde, ihr wisst es. Wenn ihr auf jeden Fall Squid Game kennt, hierbei geht es darum, ein Glas ist auf jeden Fall das Richtige und das andere das Falsche. Wer fängt an? Und Flash hat angefangen. Er hat sich schon mal fürs Falsche entschieden. Okay, links, Freunde, wir müssen es merken. Links und, oh, rechts, okay, der nächste springt hinterher. Können wir auch hinterher? Okay, links, rechts, 2-mal hintereinander. Oh, rechts, hasta la vista. Okay, links, rechts, rechts. Jo, ich habe gar nicht auf den anderen aufgepasst. Oh mein Gott, Freunde, was sollen wir jetzt tun? 2-mal auf jeden Fall rechts. So, links war das. Okay, rechts, rechts, danach wieder links. Oh mein Gott, Freunde, links, nochmal links, nochmal links und let's go. Easy peasy, das war das Glasbrückenspiel. Ha, gar kein Problem war das Ganze. Da hatten wir Glück gehabt, ey, dass wir der letzte Spieler waren, ey. Weil dadurch wurde es natürlich ganz, ganz einfach, weil wir die Wege schon vorher kannten. Und ich würde sagen, Freunde, wir machen weiter mit dem Zuckerwarm oder mit diesem Keksspiel. Wir haben das Ganze natürlich auch freigeschaltet. Ab geht die Pause. Okay, oh Gott, welche Form sollen wir wählen, Freunde? Regenschirm wäre natürlich am schlimmsten. Ich würde sagen, oh, und rechts, Freunde, schreibt's in die Kommentare. Und welchen hättest du gewählt? Und warte mal, ein Herz? Oh mein Gott, Freunde, was ist das denn? Und, warte mal, oh Gott, jo, das ist ja übelst schwer. Oh nein. Was mache ich hier? Okay, Freunde, okay, jetzt habe ich den Dreh raus. Warte mal, ein Herz gibt es gar nicht im echten Squid Game. Jo, Speedrun, jetzt geht es ab. Okay, langsam. Wir haben, genug Zeit. So, jetzt, zack. Warte mal, nochmal zurückgehen. Wir schneiden hier alles noch das Stück, Freunde. Und dann haben wir es geschafft. Let's go. Und jetzt müssen wir noch draufklicken. Jetzt schneiden wir den Keks aus. Zack. Okay, sehr, sehr gut. Boom. Den Keks haben wir auch. Zack. Oh, und let's go. Yeah. Tanz den Tanz mit mir. Ha, was geht denn da ab? Wir haben jetzt auf jeden Fall hier genug Münzen bekommen. Nächstes Game ist das Murmelspiel. So, das haben wir natürlich auch freigeschaltet. Und wie geht das Murmelspiel? Okay, hier steht der Among Us Squid Game Wächter. Und, ein 1 gegen 1. Okay, Spieler 954. Junge, wieso ist der lila und ich bin rot? Eigentlich muss es umgekehrt sein. Und, warte mal, was macht er? Oh, er wirft. Jo, ich glaube, wer am weitesten die Murmel wirft. Okay, das schaffe ich, Freunde. Guckt euch meine Mucki-Arme an, ey. Junge, ihr werdet jetzt schon alle sehen. Okay, wie sollen wir am besten werfen? Ich würde sagen, zack. Ah, und jetzt können wir die Stärke auswählen. Und boom. Und nein. Das habe ich voll vergessen. Der ist gegen die Wand abgeprallt. Oh Gott. Okay, es gibt aber 3 Versuche haben wir. Okay, Freunde, wie sollen wir es am besten machen? Das bedeutet, wir dürfen jetzt nicht zu fest werfen. Okay, ich würde sagen, wir werfen. Oh, so. Und jetzt nicht zu fest am besten. So vielleicht. Und oh mein Gott. Perfekt. Oh mein Gott. Okay, das war perfekt. Ich glaube, das war der...
Weiteste Wurst. Junge, er wurde richtig aggressiv. Er dachte, ach komm, vergiss es, ey. Der ist eher ein Profi. Okay, Freunde, wenn wir da die Runde gewinnen, dann haben wir auch das Game gewonnen. Konzentration so. Und wie weit haben wir geworfen? Irgendwie so oder irgendwie sowas. Und let's go. Okay, der war richtig schlecht, der Wurf. Aber besser als der Wurf vom Blauen. Und das bedeutet, Freunde, yeah. Junge, wie ich immer am Updance bin. Das feiere ich immer. Und damit haben wir auch das Murmelspiel gewonnen. Und wir können hier sogar am Glücksrad noch einmal drehen. Mal schauen, Freunde. Was werden wir jetzt bekommen? Drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Let's go. Komm schon. Und, oh, vielleicht ein Skin? Münzen. Ach, naja. 100 Münzen ist in Ordnung, würde ich sagen. Aber, Freunde, mit den Münzen können wir sogar hier Skins kaufen. Yeah. Was geht ab? Zum Beispiel diesen King-Skin oder es gibt einen Astronauten-Skin. Yo, was ist das? Ein Cowboy-Skin gibt es. Den gibt es auf jeden Fall auch noch am Start. Iron Man gibt es auch. Holy moly. Oder wir können uns einfach einen Random-Skin kaufen, Freunde. Für 1000 Münzen, ich würde sagen, oh, das werden wir mal machen. Mal schauen, welchen random Skin werden wir bekommen. Wow, ich bin jetzt er. Let's go, Freunde. Boogie, boogie, yeah. Er ist auf jeden Fall mega motiviert aufs nächste Game. Und das nächste Game ist das Rope Rescue Spiel. Das gibt es auch nicht im Squid Game, nur in der App hier. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Man muss hier auf jeden Fall ein Seil ziehen und, okay, und draufklicken und let's go. Los, meine Among Us Squid Game Männchen. Ha, weiter geht es. Zack, die nächste. Und jetzt komme ich, Freunde. Das bin ich jetzt hier. Yeah, easy. Und alle dancen hier auf jeden Fall ab. Zack. Und damit haben wir auf jeden Fall Level 1. Jui. Level 1 auf jeden Fall easy peasy bestanden. Und ab geht es. Okay, Level 2. Was sollen wir jetzt machen? Jo, da ist ja schon einer. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir können das Ganze so machen. Dann hier so. Und dann zack. Boom, let's go. Und ab geht die Post. Los. Alle Münzen werden auf jeden Fall sich hier fleißig eingesammelt. So, die meisten zumindest. Zack. Und der Squid Game Wächter steht auch hier schon bereit. Und falls einer einen Fehler machen sollte, dann wird er sie... Wowie. Junge, was ist das für Geräusche, ey? Junge. Ja, okay, es ist gut, ey. Junge, Pingo. Die sind richtig motiviert. Okay, Level Nummer 3. Wie soll man das jetzt am besten machen? So, ich würde sagen, wir können die Ganze so machen. Können wir das Ganze wieder so zurückgehen? Ja. Das wird sogar gehen. So, dann hier, zack. Dann geht es hier so. Dann wieder zurück. Geht das so? Okay, Freunde. Und dann geht es einmal nach hier. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu viel gemacht. Aber, Freunde, zack. Okay, es hat auf jeden Fall geklappt. 25 Sekunden. Jetzt beeilt euch. So sollten wir, glaube ich, jede Münze bekommen. Oh ja. Junge, das war mega gut, die Route. Und zack. Alle ab geht es. Haha, wie auf der Seilbahn. Junge, der wird ja schlecht, ey. Die drehen sich die ganze Zeit. Boom, let's go. Da haben wir auch Level 3. Wee. Bestanden. Hey, der Squid Game Wächter, der hat ja gar nichts zu tun, ey. Wir sind einfach solche Vollprofis, als ob wir irgendwie failen. Alright, nächstes Level. Es wird auf jeden Fall, oh, immer schwieriger. Diesmal haben wir hier so eine Bombe oder sowas in der Mitte. Das bedeutet, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Aber wir können auf jeden Fall hier um diese Teile rum. Dann würde ich sagen, wir gehen mal so um jedes Teil hier rum. Dann hier vorsichtig so. Oh, nee. Am besten hier nur so unten halten. Ich habe keinen Bock, dass einer von uns doch stirbt und ich würde sagen, so, da befestigen wir das Ganze und Abfahrt. Oh mein Gott, der erste Freund des Versuchskaninchen, wird er es überleben? Oh, er sammelt die Münzen ein. Ich würde sagen, ach komm, der nächste hinterher. Let's go, okay, hat's geschafft. Los, und jetzt alle hinterher. Und alle gehen sofort hier hinterher. Wee. Yeah, und alle am Abdancen, Leute. Yeah, ab geht die Post. Wow, auch Level 4 haben wir bestanden. Ohne große Probleme, ey. Kannst du mal ein bisschen schwieriger werden, ey. Das ist ja hier viel zu einfach, dieses Game, muss ich sagen. Jetzt aber, Level Nummer 5. Oh mein Gott, das bewegt sich sogar. Holy Macaroni. Okay, so langsam wird es auf jeden Fall schwieriger. So, wir gehen jetzt erstmal hier so drüber. Dann können wir hier das Ganze so einsammeln. Zack. Hier sind auf jeden Fall auch noch Münzen. Dann einmal hier rum und dann einmal hier rum. Okay, wie soll man es jetzt am besten machen? Und boom. Das ist Ende, Freunde. Ich würde sagen, oh mein Gott, wir haben ihn aktiviert und oh mein Gott, wir haben ihn losgeschickt. Ich würde sagen, zack. Ich glaube, wenn das oben ist, genau, müssen wir auf jeden Fall den nächsten losschicken. Und jetzt. Okay, let's go, Freunde. Ich glaube, gleich probieren wir direkt zwei loszuschicken oder sowas. Oh, nein, ich glaube, ich war zu spät. 25 Sekunden. Und komm schon, Freunde, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach drei. Oh mein Gott, alle. Und oh, wie knapp war das denn? Let's go, Junge. Da haben wir einfach alle losgeschickt. Und da sind sie auch am Ende. Hui, am Ende gekommen. Level 5 haben wir auch bestanden. Und Freunde, 100%. Oh, wir können sogar einen neuen Skin freischalten. Ach nö, ich brauche den nicht, ey. Da kannst du nicht noch so viel dancen, wie du willst. Oh, wieder so eine bewegende Bombe. So, dann würde ich sagen, Freunde, erstmal hier rum. Dann so hier, zack. Hier drunter natürlich. Hier so vorbei, Alter, Freunde. Ich hoffe, das Ganze wird auf jeden Fall klappen. Ah, hier oben ist das.
das Ganze. Warte mal, Freunde, dann würde ich sagen, mach mir noch eine Runde und zack. Okay, ich würde sagen, wir drücken mal wieder, wenn die Bombe oben ist. Und jetzt, Freunde, ist die Bombe oben. Oh mein Gott, wir haben zwei losgeschickt, Freunde. Wenn die jetzt sterben, dann... Oh nein, nein. Oh mein Gott, das war perfekt, das war perfekt, das war perfekt. Okay, das bedeutet, wir warten wieder. Sie ist oben und zwei Leute geschickt. Okay, okay, Freunde, werden wir schaffen. Aber auch so, so knapp, ey. Holy Macaroni. Das passt echt perfekt. Okay, der nächste wird geschickt. Und der nächste wird geschickt. Und, oh, Junge, da passt kein Zentimeter. Und jetzt, Junge, das ist ultra, ultra knapp, ey. Aber, boom, bingo. Auch das Level haben wir geschafft. Junge, wie glücklich die immer sind. Aber natürlich würde ich auch, ey, wenn ich das Level überleben. Das bedeutet, wir gehen auf jeden Fall wieder zurück ins Hauptmenü. Und aktivieren den nächsten Spielmodus für 10 Diamanten. Den Zombie-Attacken-Modus. Oh, okay, den gibt es auch so nicht im Squid Game. Aber mal schauen, wie der auf jeden Fall hier ist. Und, oh, Tag 1 und Welle 1 von 15. Warte mal, wie schieße ich denn überhaupt? Und gibt es hier dann Zombies oder wie? Warte mal, Freunde. Wir schauen mal. Ey, moin, hallo. Jo, hier sind tatsächlich Zombies. Oh mein Gott, Freunde. Und wir müssen den ganzen ausweichen und sie natürlich erledigen. Junge, guckt euch die mal an. Und, Freunde, haben wir Welle überlebt? Nee, okay, doch. Tag 1 immer noch. Welle 2 von 5. Mal schauen, Freunde. Werden wir alle 5 Wellen direkt beim First Try, beim ersten Versuch schaffen? Zombies, ich habe keine Angst. Oh mein Gott, okay, ich gehe schon weg. Was geht denn da ab? Junge, die haben überall gehört. Das wird immer mehr. Okay, okay, okay. Wir müssen im Abstand halten. Wir sind aber hier der Profi. Zack, 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 zack. Guck mal, immer hoch, runter, hoch, runter. Ha. Oh ja, und oh mein Gott. Von oben kommen auch noch welche. Oh Gott, nicht wette. Irgendwann werden wir vielleicht noch umzingelt oder sowas. Haut ab, haut ab, haut ab. Ihr macht mich auf jeden Fall nicht fertig. Können wir unendlich nach rechts rennen? Das ist ja easy. Ah ne, okay, hier ist die Wand. Oh oh, ich gehe ja schon weg von der Wand. Okay, Freunde, zack, zack, zack. Alle Münzen einsammeln. Okay, dritte von fünfte Welle. Junge, das ist auch ein neues Spiel. Die Anfangsspiele, so rotes Licht, grünes Licht, kannte man ja von Squid Game. Aber mittlerweile sind das sogar eigene neue Spiele. Und das finde ich besonders cool irgendwie. Mal was ganz, ganz Neues. Und oh mein Gott, was geht denn da ab? Ah, oben sehen wir dann den Balken, wie viele Zombies wir besiegt haben schon. So, und ich glaube, damit haben wir auch... Yo, also ich fand, die dritte Welle war sogar einfacher, Alter, als die zweite. Bing, 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 alle Münzen eingesammelt. So, und hier unten rechts, glaube ich, ist Welle Nummer 4. Und die... Oh mein Gott, warte. Die Zombies werden auch immer stärker. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt so Leben haben oder ob wir jetzt so instant sterben, wenn ein Zombie uns auch angreifen werde. Zack, zack. Ich glaube, hier irgendwo ist noch einer. Moin, moin. Den habe ich auch fertig gemacht. Okay, wir gehen weiter nach unten, Freunde. Weiter nach unten. Die letzte Welle. Und wir haben einen Endboss. Nein, 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 Freunde. Er ist schneller als wir. Er ist schneller und... Nein. Was? Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Die letzte Welle, oh mein Gott. Glücksrad, let's go. Okay, wir drehen noch einmal. Junge, das war ja so unfair, dass wir letztes Mal gestorben sind. Mit einem Schlag und oh, wir haben einen Hammer jetzt. Den werden wir auf jeden Fall auch benutzen. Okay, ich glaube, das ist wieder so ein Cooldown oder irgendwie so. Ich würde sagen, Freunde, wir aktivieren den Hammer sofort, wenn wir einen Zombie sehen sollten. Na, kommt doch her. Diesmal mache ich euch fertig. Junge, das Monster hat uns mit einem Schlag, oh, fertig gemacht. Ich würde sagen, Freunde, wir aktivieren den Hammer und... Yo! Alter, das war der Hammer von Thor einfach. Und damit haben wir die ganze erste Welle ausgelöscht. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall für den Endboss. Das bewahren wir uns auf jeden Fall auf. Welle 2. Oh, 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 oh mein Gott. Okay, alles geht hier ab. Kommt her. Oh Gott, wegrennen, wegrennen, wegrennen. Ja, die ersten Wellen sind ja einfach. Nur die fünfte Welle ist halt übelst heftig. Let's go, Freunde. Welle 5. Wir haben das Monster. Wo ist das Monster? Ich würde sagen, Freunde, wir haben noch unsere Thor-Attacke. Ihr wisst Bescheid. Oh Gott, da ist es, Freunde. Ich würde sagen, wir aktivieren es und... Oh, let's go. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall hier wieder in der fünften Welle. Und oh mein Gott, werden wir schaffen, das Monster zu besiegen? Ich weiß nicht, ey. Das Monster, oh mein Gott, das ist viel zu schwer. Es ist eigentlich viel, viel zu schnell. Freunde, guckt euch das Ganze mal an. Schieß weiter. Nein, 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 nein. Und oh Gott, es hatte so wenig Leben. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir beleben uns wieder. Let's go. So haben wir das Ganze geschafft. Ey, warte mal, die Welle geht weiter. Oh Gott, nein, nein, nein. Sag nicht, es kommt noch ein Monster. Und bingo. Okay, Freunde, wir haben uns zwar einmal wieder belebt, aber, ey, sonst hätten wir echt gar keine Chance gehabt. Und dann kommen wir auch zum allerletzten Minispiel. Renne, um zu überleben. Wir haben das Ganze freigeschaltet. Das ist auch ein krasser Modus, Freunde, glaube ich mal. Und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen rennen, um zu überleben. Und, jo, wir müssen springen. Oh Gott, ah, wir müssen einfach rennen. Und im richtigen Moment, zack, uns ducken. Let's go. Oh mein Gott, wir rennen einfach durch, wir rennen durch. Und wir sind durch gerade. Let's go, einfach durch gerade. Jo, wie viel haben wir überlebt? Meine ganze Gang hat es auf jeden Fall geschafft. Yeah, yeah. Und damit haben wir jetzt wirklich
jedes einzelne Minispiel von Survival 456 spielt, angefangen mit dem Rotlicht, Grünlicht bis hin zum allerletzten Game, und wir haben wirklich jetzt in jedem Game gewonnen. Und so sieht also ein Spiel aus, wenn man Squid Game und Among Us miteinander mixt. Das waren auf jeden Fall richtig coole Minispiele, muss ich sagen. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr, und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army, und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss!